Hi, Rachen from American Runabouts. For those of you who wonder why this is going to be a German video, everything that we do car related is interesting for our customers that can actually come to us. So everything that's boat related is usually stuff that we make for boats and that we sell internationally. So we do a lot of English videos when it comes to boat stuff. All the car stuff will be German. Sorry for that. So, für unsere deutschen Follower. Wir haben in der letzten Zeit ja sehr viel Boot gemacht in den letzten Jahren und es hat sich jetzt immer mehr Richtung Auto verschoben und wir werden euch jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren viele Autos vorstellen, Exoten, Sportwagen, Sammlerfahrzeuge und natürlich mache ich das in Deutsch. Wir sind in der Nähe von München und wenn ihr Fragen dazu habt, wenn ihr so ein Auto sucht, wenn ihr Pflege, Wartung, Aufbereitung für eure Fahrzeuge braucht, dann sind wir jederzeit für euch da und insofern macht es in Deutschland wohl auch mehr Sinn. Heute zeige ich euch einen Ferrari 458 Spider, Baujahr 2013 und schauen wir uns einfach mal an. Wie gesagt, das Fahrzeug ist von ist ein 2013er Baujahr, hat 13.000 Kilometer drauf, ist faktisch im Neuzustand und ist einer der letzten Sauger von Ferrari. Danach kam dann das ganze Turbo-Geschichte, also der Nachfolger ist dann auch schon dieser Biturbo. Und das Fahrzeug hat also einen 8-Zylinder-Motor, hat 4,5 Liter Hubraum und 570 PS. Er hat die EF1-Schaltung drin, also keine Kupplung mehr, sondern Lenkradschaltung, zeige ich euch auch gleich. Wir fahren natürlich auch hinterher eine Runde. Vom Design her zeitlos, klassisch, super Linie. Er hat jetzt gespiegelte Felgen drauf, nicht die originalen. Die originalen wären aber dabei, das Fahrzeug ist auch zu kaufen. Und wenn die Kamera mir ein bisschen folgt, dann sieht man jetzt also eine wunderschöne Farbkombination in diesem Anthrazit Metallic und diesem, ich sage mal, cognacfarbenem Leder. Es ist also eine wirklich super schöne, edle und zeitlose Kombination. Ich mache ihn euch mal auf. Dann sieht man also auch vom Zustand her, dass das Fahrzeug wirklich makellos ist. Passende Farbe auch der Teppich. Und das wirkt einfach sehr gediegen. Ist sicherlich nicht jedermanns Geschmack. Ich habe gestern erst auf einer Ausstellung mit jemandem gesprochen, der stand halt mehr auf Rot und Carbon und mehr diesen Tech-Look. Aber das ist eben sehr zeitlos klassisch. Jetzt gehen wir auf die andere Seite, dann kann ich euch das Cockpit ein bisschen zeigen. Zeige ich euch dann auch natürlich nochmal, wenn wir fahren. Aber hier sieht man jetzt ganz gut, ja, das F1 animierte Lenkrad. Hier sind die beiden Schaltlippen. Alles andere ist ins Lenkrad integriert. Die Blinker, die Auswahl der Fahrmodi, Scheibenwischer, Scheibenwaschanlage, Engine Start. Er hat noch einen klassischen Schlüssel. Das heißt, man schaltet die Zündung ein und startet dann hier. Hier kann ich das Fahrwerk einstellen. Hier ist die Lichthupe. Und dann gibt es nur noch die beiden Bedienpaneele. Rechts und links, hier Licht, Spiegel, hier ist dann die Einstellung für Tempomat und auf der rechten Seite ist dann das Entertainment-System. Unten findet ihr dann entsprechend Lüftung, Klima und so weiter. Und die Schaltung in Anführungszeichen ist dann nochmal hier unten, findet sich Launch Control, Rückwärts und Automatik. Warnblinkanlage, die Fensterheber und die versenkbare Heckscheibe und das Verdeck. Verdeck zeige ich euch dann, geht alles vollautomatisch innerhalb von 14 Sekunden. Hier haben wir dann noch die Release für die Motorhaube, schauen wir natürlich auch rein. Und hier haben wir dann noch den Kofferraum, wenn man ihn so nennen will, und die Tankklappe. So, schauen wir uns den Motor an. Wie gesagt, ein 8-Zylinder mit 4,5 Liter Hubraum. Und 570 PS. Bei dem Modell wird oft moniert, dass
die Motorhaube keine Durchsicht mehr bietet und man den schönen Motor nicht mehr sieht. Man hat sich hier also für ein etwas dezenteres Styling entschieden. Aber man kann erahnen, der Motor ist ein echtes Prachtstück und es ist natürlich irgendwie schade, dass man ihn nicht mehr sieht von außen. Aber dafür hört man ihn umso besser. Wenn ihr auf die drei Auspuffrohre schaut, dann geben die einen ganz guten Vorgeschmack auf das, was ich euch hier nachher auch zeigen werde. So, schauen wir uns vorne an. Das geht natürlich auch mit dem Schlüssel, mit der Fernbedienung. Aber für einen Supersportwagen, einen Zweisitzer, ist tatsächlich der Stauraum gar nicht schlecht. Da kann man auf alle Fälle zu zweit übers Wochenende wegfahren und bringt da ein bisschen was rein. Und da gibt es also Fahrzeuge, bei denen wesentlich weniger Stauraum vorhanden ist. Was ich bei dem Fahrzeug persönlich super finde, ist auch der Platz, den er innen noch bietet, hinter den Sitzen. Wenn man hier reinschaut, dann stellt man also fest, gerade so eine Aktentasche oder eine Handtasche oder irgendwas Kleineres kriegt man also auch super in diesen Bereich hinter den Sitzen rein. Muss also nicht jedes Mal in diesen kleinen Stauraum vorne reingehen. Genau, ansonsten gibt es von außen zu dem Fahrzeug nicht viel zu sagen. Ich zeige euch jetzt, wie das Dach zugeht, weil wir, wenn wir dann fahren, das Dach zu haben wollen, sonst haben wir zu viel Geräusche nebenbei. Und dann drehen wir eine Runde. Dann wollen wir mal. Klassischer Schlüssel. Zündung ein. So. Ihr seht, die Parkbremse hat jetzt noch, Handbremse war jetzt noch an. Die macht er automatisch rein, wenn das Fahrzeug abgestellt wird. Und macht sie auch wieder raus, wenn das Fahrzeug anfährt. So, wir sind jetzt auf Automatik. Man sieht hier, er ist auf Park und unten drunter seht ihr, ich hoffe, man sieht es auf dem Video, er ist auf Auto. Zentral hier der große Drehzahlmesser. Geschwindigkeit ist dann im linken Feld. Unten, ich hoffe, man sieht das. So, wir sind jetzt im Sportmodus. Wir hätten noch Wett, das brauchen wir bei dem Wetter sicher nicht. Dann hätten wir noch den Race-Modus und dann könnt ihr hier noch CT und ESC ausschalten. Und wir sind jetzt aber im ganz normalen Straßenmodus. Was ich vorhin auch vergessen habe, wir haben hier noch die Möglichkeit, das Fahrzeug anzuheben, wenn wir jetzt irgendwo zum Beispiel reinfahren. Und ich zeige euch das mal. Ich glaube, man sieht es in Referenz ganz gut. Und wenn ihr jetzt im Verhältnis zu diesem Müllcontainer, dann seht ihr jetzt, so jetzt ist er ganz oben. Wenn ich jetzt zum Beispiel über eine Schwelle fahren möchte oder so, und jetzt kann ich da wieder drauf drücken und jetzt seht ihr auch, er senkt sich wieder ab. Jetzt ist er wieder auf normaler Höhe. So, dann, jetzt sind wir quasi im ersten Gang. Wir sind immer noch auf Auto. Um jetzt hier aus dieser Seitenstraße raus zu cruisen, bleibe ich auf Auto und wenn wir dann auf der Landstraße sind, zeige ich euch, wie der Pedal Shift funktioniert. So, wir sind unterwegs. Was ich super finde an dem Auto ist, dass er vom Sound her sehr dezent ist, solange man ihn nicht tritt. Die Automatik schaltet super unauffällig, das ist total angenehm. Wir sind jetzt mit 36 km/h unterwegs und sind im fünften Gang, 1100 Umdrehungen. Das ist also wirklich
wirklich auch so, dass man irgendwie nie, es ist nicht provokant, ja. Es ist, man kann hier auch durch eine leise Nachbarschaft fahren, auch in der 3 um 3 in der Früh, ohne dass man hier irgendwie aneckt. Und wenn man eben dann ein bisschen die Sporen gibt, dann gibt er auch Sound. Also ich hoffe, man hört es einigermaßen. Aber das war jetzt auch immer noch nicht so, dass es. Ich muss das Fenster zumachen. Was ist das? So. Ich mache das Fenster jetzt zu, damit die Windgeräusche schon nicht so laut sind. Man hat jetzt immer noch keinen super unangenehmen oder röhrenden Sound gehabt, ja? Was ein Ferrari natürlich können soll. Ja? Aber ich finde es eben mega dosiert. Ja? Also wenn man jetzt hier eben, wie gesagt, irgendwo in der Stadt rumfährt oder so, ist er vom Sound her echt angenehm. Es ist jetzt nicht, dass es sich wie ein Tesla anhört, aber er hat eben dieses Aggressive nicht. Und wenn man dann ein Stück rausfährt und ihn beschleunigt, dann ist das aber auch auf Abruf da, was ich eben, wie gesagt, sehr, sehr, sehr gut gemacht finde. So. Was man auch immer wieder liest und hört über dieses Fahrzeug, ist, dass die Ansprache des Gaspedals extrem scharf ist, dass man also quasi kein Spiel im Gaspedal hat, sondern dass unmittelbar der Gasstoß erfolgt, was ich überhaupt nicht finde. Ich finde ihn eigentlich sehr, sehr angenehm zu fahren und kann das also nicht teilen. Ich habe es aber irgendwie in 4 oder 5 Rezensionen immer wieder, ja, das Gaspedal wäre unangenehm. Das sehe ich nicht so. Jetzt stehen wir hier noch innerorts an der Ampel, das ist gerade grün geworden. Fahren hier ein Stück raus und sind jetzt dann gleich auf einer Landstraße und dann können wir hier auch mal ein bisschen Gas geben. So, in diesem Sportmodus, wir sind jetzt hier gerade so ein bisschen schlechte Straßen gefahren. Ich finde ihn auch von der Federung sehr angenehm. Er ist jetzt eigentlich so in dem, ja, Standardmodus, aber da bin ich schon wesentlich härtere und unangenehmere Fahrzeuge gefahren. Und er bietet eben zahllose Möglichkeiten, hier auch einzustellen. Wir cruisen jetzt hier immer noch durch eine 30er-Zone. Und ich mache das Fenster mal ein bisschen runter, damit ihr ein bisschen mehr Vorstellung bekommt vom Sound. Ich muss ein bisschen lauter sprechen. Und gleichzeitig verkochen wir hier nicht drin, wir haben irgendwie 32 Grad. Und ich musste aber das Dach drauf machen, sonst versteht ihr mich nämlich nicht. So, da vorne kommt jetzt ein Tunnel. Und in dem Tunnel kann man mal ein bisschen Gas geben, dann kriegt ihr auch ein bisschen Vorstellung von Sound. Das müsste das Handy eigentlich ganz gut mitnehmen. So. So, wir sind immer noch in der 50er Zone. In dem Augenblick, wo ich die Schaltwippen betätige, sind wir aus dem Modus raus. Jetzt sind wir im ersten. Und wir haben einen VW Up vor uns. Irre ist, ja. So, jetzt
heute eigentlich auch so ein bisschen Sound gibt. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen einen Einblick in das Fahrzeug gegeben. Und ja, wie gesagt, wir werden in den nächsten Wochen und Monaten eine Vielzahl anderer Fahrzeuge vorstellen. Ältere Ferraris, Tomaso, amerikanische Fahrzeuge, ziemlich querbeet, aber auf alle Fälle nichts Alltägliches. Und wenn ihr da Spaß dran habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert, und wenn ihr das macht, dann klickt auf die kleine Glocke, damit ihr immer eine Info bekommt, wenn wir neue Videos hochladen, was in der Regel einmal die Woche sein sollte, sein wird. Müssen wir gucken, wie wir das hinkriegen zwischen